Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia. Ja, wir sind in 114. Wie ihr seht, bin ich gerade genau an der Stelle gestartet, dass ich den Tabakkollegen hier wieder anschmeiße. Der Mondpart fährt Richtung Bäcker. Und das ist die spannende Geschichte, weil da waren wir letztes Mal stehen geblieben. Der hat jetzt also seinen Tabak abgeladen, fährt jetzt los und will jetzt auf unserem Hof abladen. Und da werde ich jetzt sehen, ob da irgendwas im Weg ist. Und wenn da was im Weg ist, werde ich es umparken. So simpel ist die ganze Geschichte. Deswegen gucken wir jetzt erstmal. Ich bleibe jetzt die Sekunde hier dabei. Ich weiß, dass Mohn auch voll ist, aber Mohn kann ich eh nicht ändern, weil der LKW noch nicht wieder zurück ist. Und ich weiß, dass ich hier sie wegmachen kann, aber hier ist das eh ein Bonus-Drescher sozusagen. Wir schauen mal. Er fährt jetzt auf die Straße rauf, gehe ich mal von aus. Ja, da ist die Auffahrt. Dann nimmt er jetzt vielleicht minimal Geschwindigkeit auf. Ja, tut er. Dann brauchen wir nicht ganz so lange warten. Und dann gucken wir mal, wo er hinfährt. Also macht es auf jeden Fall Sinn, wenn er jetzt... Ich weiß nicht, wie man einstellen kann, dass er es nicht macht. Also nicht automatisch wegfährt, sagen wir es so. Ja? Ich weiß auch nicht, welchen Weg er sich sucht. Er nimmt die Vordereinfahrt. Okay. Dann müssen wir natürlich jetzt mal gucken, ob das jetzt klappt. Und dann... Wie kann man es einstellen, dass er nicht bei jedem Mal hinfährt? Ich weiß es nicht. Weiß jemand das von euch? Schreibt es in den Kommentarbereich. Ich werde mich auch versuchen, natürlich selber schlau zu machen, aber wie gesagt, ich nehme noch ein, zwei Folgen auf hier, bevor ich darauf reagieren kann, weil ich ja immer Aufnahmeblöcke aufnehme von der Geschichte, damit das alles hier schön fließend rüberkommt. Das sind sozusagen dann, Live-Let's Play ist das falsche Wort, weil ein Live-Let's Play ist ja ein Let's Play aus einem Dings genommen, aus einem Stream genommen. Das hier ist eine Block-LP, sag ich mal so, sondern nehme in einem Block auf, damit es möglichst flüssig ist und ich mich jedes Mal alles wieder neu starten muss. Dann sind immer die ersten 5 Minuten weg von jeder Folge und das finde ich Quatsch. Aufnahmetechnisch kriege ich es zeitlich eh nicht sonderlich hin, dass ich das jeden Tag immer eine frische Folge aufnehme. Das funktioniert bei mir leider nicht. So, da ist die Abladestelle. Ihr müsst jetzt hier so rumfahren, scharf rumbiegen. Er ist bei der Bäckerei angekommen. Das ist super. Er müsste jetzt hier scharf um die Kurve fahren, dahin. Bitte tun Sie das. Bitte brechen Sie sich keinen Hals. Funktioniert hervorragend. Es ist nichts im Weg. Zweite Geschichte ist die Timing-Frage. Punkt 1 lädt das ab. Das ist erstmal der nächste Punkt. Silo abladen. Ja. Okay. Du bist leer. Fahr weiter. Der Drescher ist jetzt zu 56% gefüllt. Wenn er jetzt den Hintereingang bei der 1 nimmt, fährt er erheblich weniger Strecke. Wäre cool, wenn das funktioniert. Da wäre natürlich unser Feld 1 und Feld 13 auch prädestiniert, direkt im Lager abzuschütten. Und meinetwegen auch jedes Mal. Ich weiß, dass ich ihn dann bei Gelegenheit mal tanken muss. Ihr seht selber, ne? Aber unser Tankwagen steht da vorne. Und wenn er irgendwo liegen bleibt, ist auch egal. Wir haben eine fahrbare Tankstelle. Macht auch nichts. So. Unser Hirse-Kollege ist auch voll. Das weiß ich auch. Ja, also ich behaupte, es funktioniert und ich behaupte, er ist jetzt bei 80%. Das heißt, wenn er knapp da ist, wird der andere auch voll sein. Also es sieht gut aus. Es sieht tatsächlich gut aus. Jetzt kommt die 80%-Meldung. Also es ist, die Idee ist, im Lager abladen, weil er sonst so oft fährt und nachher im Lager voll machen und verkaufen fahren, weil er dann immer vollen LKW nimmt. So müssen wir es halt sehen. Das ist halt, solange ich nicht weiß, wie ich einstellen kann, dass er nicht jedes Mal losfährt, sondern erst, wenn er voll ist. Oder wenn er ein bestimmter Prozentsatz voll wäre, wäre auch schön. Ja. So, hier müssen wir jetzt eben beibleiben, weil wir sonst der Hirse-Geschichte im Weg sind.
Und sobald wir das gemacht haben, müssen wir die Mohngeschichte abladen, weil sonst kommt der Mohn-LKW nie zurück, weil der steht bei der Bäckerei. Das ist der Knackpunkt. Ja, vollen Korntank. Das ist jetzt der Tabakpark. Ja, 14.500 Liter ist schon ein bisschen was, ne? Wir fahren jetzt ein bisschen auf dem Weg, das ist alles Töfte. So, okay. Ja. Warum steht der? Wahrscheinlich, weil er leer ist. Okay. Wir haben uns dann auch drum kümmern müssen. Wir machen, fangen wir vorne an. Keine Panik kriegen. Hat ruhig. Wir kriegen das alles hin. Der Tabakkollege steht immer. Er kommt hin. Er kommt. Okay. Er ist da. Okay, wir machen erstmal hier den Bäcker Spaß. Du musst weiterfahren bis fast an die Kante und verkaufst den Spaß. Da. Raus damit. Und dann schicken wir dich nach Hause. Damit der Spaß da endlich da weitergeht, weil sonst hätte er wahrscheinlich schon die Sämaschine ihn eingeholt, wenn die Sämaschine selber nicht leer gekommen wäre. Wir haben keinen Überladewagen gekauft, das ist der Punkt dabei. Jetzt ist die Frage, kaufe ich ein oder zwei Überladewagen oder nicht? Oder fahre ich mit der Sämaschine hin und fülle die wieder auf? Das ist natürlich so eine andere Geschichte jetzt, ne? So, hiermit fahre ich jetzt. Hallo? Fahre ich jetzt? Ich wollte hier oben scrollen. Hallo, warum scrollt er denn nicht? So, jetzt scrollt er. Er wollte gerade irgendwie Terz machen. Er muss mich jetzt nach Feld 11. Ich drehe ihn jetzt hier. Und fahre wenigstens noch durch die Ausfahrt. Damit das ein bisschen reibungsloser läuft hier. So. Start. Also, er macht sich wieder auf den Weg. Er hat ihn diesmal abgetankt und fährt wieder Richtung Lager. Er ist nicht im Weg und der Kollege Mohn ist war halb voll. Alles super. Er soll weiter seine Wasserbahnen drehen. Er hat nicht genug Saatgut. Das ist der Punkt. Wir sind 2,20 Meter von unserem Hof entfernt. Ja, ich weiß, das hier ist frisch gesät. Ich sehe das ein, aber ich ignoriere es gerade. Es ist alles hier ein bisschen zeitaufwendiger, was wir jetzt hier gerade machen. Und zeitsensibler, weil es dunkel wird. Und ihr wisst selber, ich bin nicht der super Freund von der Nachtarbeit. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, auf eine Sache zu verzichten, um weiter mit Wachstum aus das Ganze vorzuspulen und wieder früh morgens zu arbeiten. Um da insgesamt einen anderen Rhythmus reinzubringen halt. Ne? Dass wir nicht erst nachmittags anfangen können mit der Ernte. Das hätte was. So, jetzt muss ich hier natürlich passen. Einmal vorne, einmal hinten. So, Saatgut. Dünger. Und Dünger haben wir wirklich nicht so super viel, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht exorbitant viel, was hier raus ist. Aber gut, dass wir was produzieren. Sagen wir es mal so, wie es ist. Wow, bin ich ja mal rumeiern. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich mache es halt. Ja, ich weiß, ich fahre diesmal nicht dadurch. Ich fahre schön von hier außen an. Da ist ordentliches. Hier ist eh noch keine Wiese gewachsen. Kann ich ein bisschen abkürzen. So. Der Punkt ist natürlich jetzt, den Ansatz wieder vernünftig hinzukriegen. Ne? Klar. Wie es halt so ist. Und dann schauen wir mal. So. Das große Entfalten. Große Wenden. Das
Muss er runter machen. Das große gucken, wie oder ob ich richtig gefahren bin. Und das große Helfer setzen. Es ist keine Kante da. Es wird minimal eine Überlappung von einem halben Meter oder sowas geben, der frisch neu dazukommt. Sprich einmal die Reifenspur da, aber da kann ich mit leben und der hier fährt erstmal. So, gut. Wir sind wieder dabei. Der Hirse-Kollege muss leer gemacht werden. Der Mond-Kollege muss leer gemacht werden. Der Tabak-Kollege fährt noch. Das ist der Kollege für den Mond. Richtig? Oder bist du der Kollege für den Tabak? Ich weiß jetzt nicht, wo der hergekommen ist. Aber das scheint der Kollege für den Mond zu sein, der noch nicht da ist. Das ist der Kollege für den Tabak und das ist der Kollege für die Hirse. Heißt, wir machen also die Hirse zuerst. Weil die anderen beiden sind einfach stumpf noch nicht da. Was bei Tabak ja auch noch nicht so wild ist, weil der Tabak dürfte da vorne kommen. Seht ihr ihn da hinten? Da kommt er jetzt gleich durchs Tor raus und fährt da vorne auf die Tabakgeschichte und macht ihn leer. Ist alles super prächtig. Also Tabak funktioniert. Feld 3 ist gar kein Problem, wenn man den Spaß schön gleich ins Lager bringt, anstatt zu irgendeiner Verkaufsstation. Verfährt man zwar ein bisschen mehr Sprit, aber so viel verbrauchen die Jungs auch nicht. Ich habe die meisten noch nicht mal aufgetankt bis jetzt. So, gut, hier können wir weg. Der Hirse-Part läuft auf jeden Fall. Der läuft. Ich gehe jetzt noch einmal fix durch hier. Hirse war okay, hatten wir schon. So, Mond. Tabak. Der dürfte da vorne irgendwo fahren. Seht ihr da ganz hinten gerade? Da sieht man ihn gerade kommen. Traumhaft. Er hier fährt jetzt. Oh, okay. Jetzt müssen wir gucken. Das war kein Traum. Du hättest bei Feld 1 reinbiegen sollen, mein Freund. Das wäre bedeutend einfacher gewesen, als jetzt hier das Durchgeschlängele. Naja, soll man machen, ne? Soll man machen. Ich weiß nämlich nicht, ob er jetzt auf dem Weg nach Feld 11, ob ihm jetzt irgendwas im Weg ist. Ich weiß nicht mal, wo er lang fährt, davon abgesehen. Wenn er jetzt da vorne rausfährt, dürfte ihm nichts im Weg sein. Es müsste auch die Kreuzung, also wenn er jetzt hier rausfährt. Oh Gott. Und anhalten. Dankeschön. Die sind falsch. Nein, er wollte jetzt den Ausgang hinten benutzen. Und deswegen wäre das jetzt schief gegangen. Also ist nicht so wild. Kriegen wir hin. Ich fahre jetzt hier quer, einmal rüber. Wir müssen sehen, dass wir den Mondpart ins Rollen kriegen. Was einfach daran liegt, dass wir die Seemaschine hier laufen haben. Ne? So, ich fahre jetzt einmal rüber. Ich weiß, dass das nicht die schöne Art ist. Aber wir müssen Mond in die Füße kriegen. Ihr seht selber, die Seemaschine holt auf. Das, ich wollte eigentlich, wenn er jetzt nicht so lange hätte warten müssen, ne, hätte das eigentlich nicht gemusst, sagen wir es so. Der Drescher steht ja auch ziemlich am Ende voll oder vielleicht sogar schon gedreht, ich weiß es nicht. So. Ja, weil er hat jetzt, ne, wenn ihr euch die Breite anguckt, dann braucht er nur einmal aufgefüllt zu werden hier aufgrund der Tankvolumen, die er dementsprechend hat. Und wird wahrscheinlich mit dem, was er jetzt an Saatgut und Dünger drin hat, Feld 11 hier zu Ende machen können. So. Ja, ihn kann ich hier ruhig stehen lassen. Das macht nichts. Ja, hier haben wir jetzt echt ein Problem, dass der echt den Winkel nicht so hundertprozentig hinkriegt. Das ist echt jetzt Arsch. So, machen wir weg hier den Spaß.
Das ist echt nicht schön. Dass er echt, er fährt einen Millimeter daneben, dass er nicht ablegt. Ne? Ich weiß nicht, warum er das macht. Aber werde ich auch irgendwo zu erfragen wissen. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sich auch ein bisschen mit dem ganzen Spaß hier beschäftigt. Sprich mit Autodrive, also mit dem Programm schon länger, aber auch relativ guten Einstieg jetzt hat bei Autodrive. Kann ich mal gucken, ob es da die gleichen Probleme hat und wenn ja, wie das gelöst worden ist oder ob es gelöst worden ist. So, fahr zur Seite. Ich setze mich natürlich erstmal wieder so ein bisschen hier ansetzen, seht ihr selber. Ne? Gucken, ob meine Bahn stimmt. Bahn stimmt. Ist alles okay. Und er dürfte jetzt aufs Lager fahren. Da brauchen wir nicht. Der brauchen wir nicht. Ist das schon wieder der volle Korntank? Dann muss ich sagen, geht Hirse hier also echt derbe durch, muss ich sagen. Ne? Also, wir holen die Hirse ohne Ende runter. Das ist schon krass. So, dann würde ich sagen, ich fahre den Kollegen hier noch eben runter. Wir müssen jetzt eh warten, bis er dann abgetankt ist. Und während wir warten, ist ja die Folge schon wieder zu Ende. So schnell geht es tatsächlich. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich klasse. Dann sage ich vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.